Schön, dass Sie jetzt dabei sind und mich auf unserer gemeinsamen Reise durch Körper, Geist und Seele begleiten. Die meisten Leute benutzen ihren Körper nur und wollen dann, dass der Arzt oder andere Heiler und Gurus ihn wieder in Ordnung bringen. Hier auf dem Planeten Erde und dem Universum haben alle ein wunderbares Geschenk erhalten. Unseren Körper, geschenkt durch unsere Eltern, und sie können anstelle des Wortes Universum auch Gott, Allah, Buddha oder Prophet einsetzen. Das Geschenk unseres Körpers aber achten wir nicht, trotzdem es das größte Geschenk in unserem Leben ist. Nur dann, wenn der Körper Schmerzen und Unwohlsein bereitet, dann nehmen wir ihn sehr bewusst wahr. Aber anstatt unseren Körper nur zu benutzen, müssen wir ihn auch bewohnen. Unser Körper sagt uns immer, was wir falsch machen oder was wir in der Vergangenheit unseres Lebens falsch gemacht haben. Und jetzt noch ein paar kleine Hinweise auf unsere Reise. Das Ansprechen der Organe jetzt und die Reihenfolge auf der Reise durch unseren Körper wurden von mir frei gewählt. Aber Sie können hierbei auch später eine eigene Reihenfolge festlegen. Nach mehrmaligem Anwenden der jetzt folgenden Übung können Sie alles auswendig. Sie können diese Übung an jeder beliebigen Stelle machen, auch im Sitzen oder in der Badewanne, auch im Freibad, eben dort, wo Gelegenheit dafür gegeben ist. Machen Sie es am Anfang jeden Tag, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben.